So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem historischen Rom. Wir sind jetzt bei 64 vor Christus angekommen und das heißt, Seite umdrehen. Das nächste wird jetzt 55 bis 48 vor Christus Gallien sein. Ich habe ja angekündigt, dass ich noch nachschauen will wegen den genauen Grenzen. Und meine Quelle war jetzt eine von, sag ich mal, eine Version vom Römischen Reich, die nicht ganz stimmt oder es ist nicht ganz klar. Ich werde es mal kurz erklären. Also, ich habe jetzt quasi alles aufgeschrieben, was so Kernpunkte sind, zum Beispiel eben 55 bis 48 vor Christus wurde Gallien erobert und 51, also mittendrin hat noch der Cäsar Britannien angegriffen. So, und jetzt ist es so, dass Ich habe ein paar Bücher über die Antike und eins speziell über Rom und die sagen zwei verschiedene Versionen. Also zum Beispiel, also ich weiß, dass das hier stimmt, also quasi, dass Cäsar 51 vor Christus hier gelandet ist und in dem Römerbuch steht aber 43 nach Christus. Also quasi die Landung von Cäsar steht da gar nicht drin. Und so ist es dann auch hier unten zum Beispiel. Dann steht hier, dass Afrika wurde 107 vor Christus erobert. Das habe ich, glaube ich, auch so gemacht. Genau, 105. Ja, okay, zwei Jahre später habe ich das aufgeschrieben. Naja, ist ja wurscht. Aber dann hier dieser Teil, also Numidien, wurde erst 48 vor Christus eingenommen. Und so Sachen halt. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen verunsichert. Zum Beispiel auch, was interessant ist. Ich habe ja herausgefunden, oder ich dachte, dass es so ist. Ich habe recherchiert, dass Makedonien eben 146 vor Christus erobert wurde. Das habe ich ja, denke ich, so auch gespielt. Das Problem ist, dieser Teil hier wurde 29 vor Christus und der da 46 vor Christus erst erobert. Und das stand aber im anderen Buch nicht drin und in dem steht es jetzt so da, aber in dem Buch steht jetzt anderes auch anders da. Also ja, also ich sag alles, also ich versuche alles so zu erzählen, wie es war. Aber es ist halt nicht ganz sicher. So. Genau, hier mit diesem Vorstoß hier müssen wir noch circa 150 Jahre warten. Also Armenien wurde, also das ist hier auch anders eingezeichnet als bei mir. Armenien ging nämlich früher bis hier. Also so. Genau, Armenien wird dann 114 bis 117 nach Christus erst erobert. Und, aber das da ist ja schon früher, das ist 18 nach Christus. Und Mesopotamia wird auch noch ziemlich weit, also, mir war nicht klar, also, je nachdem, ob das hier stimmt oder nicht, aber ich denke schon, weil so ähnlich war es dann auch im anderen Buch. Die sind ja, haben Mesopotamien auch erobert, also nicht so krass wie da, sondern die, waren so ungefähr. Also hier ein ziemlich weiter Vorstoß. Und zwar
Ach, hier. Das ist Media. Hier, Mesopotamien haben sie komplett eingenommen. Hier, genau. Arabien war Verbündete, wobei das Bündnis sehr bröckelig war. Das war genau dasselbe wie mit Britannien. Die Völker, die sich auf die Seite der Römer gestellt haben, innerhalb der Völker waren dann auch sehr viele, die gegen Rom waren, und da war es dann immer so ein Machtspiel und sehr viele Attentate. Also je nachdem, welcher König an der Macht war, wurde dann, also wenn ein König zum Beispiel für Rom war, hatte der wirklich Angst um sein Leben. Nicht nur wegen der feindlichen Armee, also beziehungsweise der britannische Armee, sondern auch wegen seinen eigenen Leuten, die dachten, dass es besser wäre, gegen Rom zu kämpfen. Und wenn die quasi gewonnen haben, also quasi den König ermordet haben und sich dann auf Seiten der Briten gestellt haben, kam dann die römische Armee und hat das Land, also das Königtum, annektiert. Und das Problem da war, dass die römischen Armeen sehr weit verstreut waren oder sich sehr weit haben strecken lassen, weil sie eben die feindliche Armee aufreiben wollte, und die ist einfach vor denen die ganze Zeit weggelaufen. Aber immer so, dass die Armee sie gesehen haben. Also quasi, das ist immer so ein kleines Leckerbissen quasi gab, dass die römische Legion ihnen immer weiter gefolgt sind. Und durch Nadelstiche haben sie dann die Proviantzüge eben angegriffen. Aber das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Gut. So, soweit zum erstmal zur Theorie. Jetzt muss ich hier mal schauen. Ich glaube, ich werde hier jetzt mal die 8. Legion hochholen. Die 1. Legion stecke ich da rein. Die 3. Legion kommt. Upsa! Auch da hoch. Was ist hier denn? Gruppenkuscheln. So, jetzt genau. Kusch. Ich muss mal ein erstes Wörtchen mit dir reden. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Aber versucht nicht, mich zu umgarnen, zu beschwatzen oder zu bedrängen. Die Antwort darauf wären Schmerzen. Oha. Anbieten. Okay. Es gibt genügend Zeugen und Beweise eurer Unverschämtheit. Habt Acht, oder ich werde euch erfinderische Brutalität demonstrieren. Okay, dann schenke ich dir einfach mal was. Dies nützt meinem Volk nicht viel, doch ich werde aufhören zu feilschen. Erwartet keine edlen Worte. Denn obgleich wir übereinstimmen, gibt es keinen Respekt zwischen uns. Okay, das kann ich aber verstehen. Ich meine, wir haben sie ziemlich bedrängt hier. So. Saba. Out. Chimera. Okay, gut. Ja, nee, das passt schon. So, dann werde ich mal hier... Das ist ein General. Wo ist mein Kaiser? Da? Nee. Was ist mein Kaiser? General? Admiral? General? Admiral? General? General? Spion? Kaiser? Ah, Endura ist der Kaiser. Okay, der Kaiser wird dann auch bald nach Hause gehen. Also Richtung Gallien. So. Wie jetzt, was jetzt? Der plündert da, was geht mit dem schief?
Willst du mich verquaken? Der plündert. Und der ist mein... Der ist mein Verbündeter. Räter? Räter, Räter, Räter. Ganz ehrlich. Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Ganz ehrlich, du. Du Drecktypi. Das spiele ich jetzt. Plündernde Einheiten oder gegnerische Plünderer. Das kann ich so gar nicht abhaben. Auch wenn meine öffentliche Ordnung extrem stabil ist, aber das geht mir gar nicht. Oh, So, das ist auch eine, ein Schlachtfeld, was sehr praktisch und sehr gut für die Römer ist. So, Legionäre! Bei allen Göttern! Ich bin wohl der glücklichste Mann der Welt! Ich führe euch in die Schule. Unsere Verstärkung ist eingetroffen! Ja, Verstärkung. Ich danke den Göttern für dieses Geschenk! Die Siegesgöttin erwartet ihr auch! Ah, da ist die Stadt. Die Adlerkohorte zum Beispiel war auch eigentlich immer nur eine Kohorte, die nur in der Legion von einem General war, also nicht bei einer Legion unter einem Tribun oder Präfekt, sondern wenn ein General, also der General stand ja an oberster Stelle bei der Armee, und wenn ein General da war, das war immer der, wo der goldene Adler, in dessen Armee, in dessen Legion befand sich immer der goldene Adler, und deswegen die Adlerkohorte. Und das war eine Kohorte, die extra dazu da war, den Adler zu beschützen. Mit allen Mitteln. So. Unter jedem Preis. Befehle, mein Herr. So, und deswegen hier ist die auch eine der die Einheiten ermutigt. Soll ich auf die noch warten? Ah, nee, die kommen dann später ein. Ist schon krass, ey. Wenn man sich überlegt, dass bei so großen Schlachten wie viele Leute gegeneinander gekämpft haben, ne? Das ist schon heftig. Ich meine, das sind jetzt, also jede Legion hatte ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, eine Legion normal hatte, glaube ich, irgendwie so knapp 1500 oder 2000, und plus den ganzen Hilfskohorten, also quasi Kavallerie und so weiter, waren es an die 3000. Und bei großen Schlachten waren ja auch mehrere Legionen beteiligt, also zum Beispiel bei dem Feldzug gegen Griechenland waren öfters Kämpfe dabei, die zwei oder drei Legionen wo zwei oder drei Legionen gekämpft haben. Nahkampf, Infanterie, teuren Diensten.
Schildkrötenformation! Bereit zum Einsatz! Stolze Römer! Jupiter gibt uns Kraft, Kommandant! Im Dienst der Rom! Veliten! Im Dienst der Rom! Die Kompetenz kannst du dich von deinem Plan verabschieden! Oh, wir haben schon welche erwischt. Wir erwarten eure Befehle. Zu Befehl! Tempo! Vorwärts! Bereit zum Einsatz! Eure Befehle? Die Römer sind bereit! Zu Befehl! Eure Befehle? Mutige Römer, bis sie kommen! Na kommt drum, erwarten Befehle! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Kavallerie! Legatus! Nahkampf-Infanterie zu euren Diensten! Legionäre! Nahkampf-Infanterie! Evocati! Marsch, Marco! Die Reiter sind bereit! Evocati! Mutige Römer bis zum letzten Mann! Der General ist tot. Ist aufgestanden. So. Ja, naja. War jetzt auch nicht so schwer, aber hat Spaß gemacht. So. Zu euren Diensten. Ist auch einer von mir, ne? Ja, Haus der Cornelia. Ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Kampf. Gut, gut, gut. So, es ist jetzt schon wieder fast soweit, dass wir aufhören.
Aber Ach so. Die bekommt natürlich hier, das dann noch. So, jetzt hat aber. Also Traditionen dürfen die die Flotten und so weiter schon bekommen. Ach, und letztes Mal, oder war es dieses Mal? Mit den Hadrianswahl? Ich glaube, ich habe Trajanswahl oder so gesagt. Also, Trajan war ein anderer Kaiser, der die Trajansäule gemacht hat. Genau, nicht der Hadrian. So. Das war Fehlinformation. Es tut mir leid. So viele Kaiser, die es gab. Der Sturm hat lange genug gewesen. Nee, finde ich nicht. Ja, wobei, ich könnte noch ein bisschen warten. Ich könnte noch ein bisschen warten, weil ich muss ja 100 Jahre warten jetzt. Ich muss ja 100 Jahre warten, bis ich den angreifen darf. Aha. Vielleicht nehme ich es dann doch an. Ach, jetzt kommt er, ne? Jetzt kommt er. Ich nehme mal so viele Deppen mit, wie ich kann. So. Gut, wo kommt der? Von da. Ach, das ist diese. Okay. Nahkampftruppen! Im Namen Kommandant! Legionärkohorte! Ein schwächerer Anführer würde heute den Mut verlieren. Uns steht ein mächtiger Gegner gegenüber. Doch die Omen sprechen für uns. So, mal schauen, ob er mich frontal angreift, was ich glaube. Ich werde meinen Teil beitragen. Und wir werden bestehen. In Quadratformation! Ich erwarte eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit! Zum Einsatz! Doppelte Geschwindigkeit! General. Mutige Römer bis zum letzten Mann! Kriechen. Männer wanken. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Stolze Römer! Unser General wird angegriffen! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun! Sieg bereit! Kohort, Parat, Mandata, Kuba! Das ist ja sowas von bescheuert, was der da macht.
Feuerkampf, Infanterie! Befehle? So, jetzt ist halt der. Der General! Ist, wir gehorchen! Geschoss, Infanterie bereit! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dass der gleiche immer ein Komplettlied und nicht einfach. Keine Ahnung. Also, gebrochen bleibt. Also, ihr wisst schon. Evocati! Die Hälfte von einer. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Mutige Römer, bis zum letzten Mann! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
ich musste dir jetzt zurück. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Damit, das ist ein schändlicher Anblick. So. Oh, du bist so viel getötet. 3-5, 3-0. Passt. Gut. Dann hole ich mir das Dorf halt danach wieder zurück. Uiuiui. So. Alter, ratet mal, was ich jetzt mit euch mache. Hm? Legion 2. Nach einer Schlacht. Ja, das schaue ich dann nicht. So, gut. Aber wir sind jetzt fertig mit der Folge und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Sega.